Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie die Fertigkeit Beschwörung funktioniert und wie ihr sie effektiv trainieren könntet. In der Videobeschreibung findet ihr Timestamps zu den einzelnen Videoabschnitten. Wenn ihr nach dem Video noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare und vergesst auch nicht, meinem Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Was ist Beschwörung? Beschwörung ist eine teure, aber schnelle Kampffertigkeit. Je mehr Geld ihr habt, desto schneller könnt ihr in der Regel trainieren, aber ihr müsst auch selbst Zeit investieren, also ihr könnt euch nicht die komplette Fertigkeit einfach kaufen. Um in Beschwörung die meisten EP zu erhalten, müsst ihr Vertrautbeutel herstellen. Um diese Beutel herzustellen, braucht ihr handelbare und unhandelbare Zutaten. Man kann die vertrauten Beutel dann nutzen, um Vertraute zu beschwören, die euch entweder beim Fertigkeitstraining oder im Kampf helfen können. Die Herstellung der vertrauten Beutel wird übrigens auch durch Bonus- und Doppel-EP beeinflusst. Wenn ihr also Geld sparen und noch schneller trainieren wollt, dann solltet ihr vor allem während der regelmäßigen Doppel-EP-Events trainieren. Aber wie stellt man diese Beutel her? In der Regel braucht man dafür vier unterschiedliche Gegenstände: leere Beutel, Seelensplitter, Siegel und eine vierte Zutat. Die leeren Beutel sind handelbar und ihr könnt sie entweder in der Markthalle oder in jedem Beschwörungsladen kaufen, wie zum Beispiel dem in Taverly. Als nächstes gibt es Seelensplitter, auch die sind handelbar und sie sind in den Beschwörungsläden immer 25 Goldmünzen pro Stück wert. Ihr werdet jedoch immer mehrere Seelensplitter pro Beutel brauchen. Wie viele ihr benötigt, könnt ihr in der Fertigkeitsübersicht für Beschwörung einsehen. Als drittes braucht ihr die unhandelbaren Beschwörungssiegel. Die Siegel müsst ihr selbst sammeln, indem ihr zum Beispiel Berserker-Monster besiegt oder Siegelgeist oder Siegelmotten fangt. Es gibt vier unterschiedliche Siegel: goldene, grüne, weinrote und blaue. Welche ihr braucht, hängt von dem Beschwörungsbeutel ab, den ihr herstellen wollt. Und als letztes braucht ihr noch eine vierte Zutat, die immer von dem Beutel abhängig ist, den ihr herstellen wollt. Die meisten vier Zutaten können in der Markthalle gekauft werden, sind dadurch aber auch teilweise ziemlich teuer. Wie könnt ihr die Beutel nun herstellen? Wenn ihr mit Beschwörungsstufe 1 beispielsweise möglichst viele Seelenwolfbeutel in einem Durchgang herstellen wollt, füllt euer Inventar mit 25 leeren Beuteln, 25 güldenen Siegeln, 175 Seelensplittern, denn ihr braucht pro Beutel 7 Splitter, und 25 Wolfsknochen. Um die Beutel herstellen zu können, müsst ihr zu einem der großen Beschwörungsobelisken im Spiel gehen. Wenn ihr die Stadt Prithinas nach dem Abenteuer das Ende der Trauer noch nicht freigeschaltet habt, solltet ihr einfach den im Osten von Taverly nutzen. Geht mit den Gegenständen zu Obelisken, klickt auf ihn drauf, wählt die entsprechenden Beutel aus und stellt sie her. Wenn ihr fertig seid, geht einfach zur Bank, ladet neue Zutaten in euer Inventar und macht dann einfach weiter, wenn ihr weitermachen wollt. Wenn ihr Prithinas freigeschaltet habt, solltet ihr dort trainieren, vor allem wenn die Stimme der Seren im Amlot-Stadtteil aktiv ist, weil ihr dadurch 20% mehr EP bekommt. Mit Beschwörung 57 könnt ihr dann noch einen Seelenkiat nutzen, um zum Obelisken bei der Piscatoris Fischerkolonie zu gehen. Das ist der beste Obelisk, wenn man nicht nach Prithinas kann. Neben den großen Beschwörungsobelisken gibt es übrigens auch noch die kleinen Mini-Obelisken. An diesen Obelisken könnt ihr zwar keine Beutel herstellen, aber auch immerhin eure Beschwörungspunkte auffüllen. Wie kommt ihr nun an die Siegel? Ganz allgemein ist die Fertigkeit Berserker eine sehr gute Möglichkeit, an Siegel zu kommen. Viele Berserker-Monster lassen Siegel und manchmal auch vier Zutaten fallen. Für goldene Siegel könntet ihr die Riesenfelskrabben in den Chaos-Tunneln oder die Höllenhunde im Verlies von Taverly killen. Moos- und Feuerriesen lassen ebenfalls gerne goldene Siegel fallen. Für grüne Siegel könntet ihr verschiedene Drachen, zum Beispiel Eisenstahl, Mithril oder Gründrachen besiegen oder in den Höllenschlund gehen. Für die weinroten Siegel könntet ihr Daggernauts, Wasserteufel, Himmelsdrachen oder Höllendämonen killen. Wenn ihr blaue Siegel haben wollt, könntet ihr Reißerdämonen, Glazion oder bestimmte Exil-Kafiten killen oder ins Schattenriff gehen. Man kann auch durch das Fertigkeitstraining Siegel erhalten. Ab Jahren 72 könntet ihr südlich von der Gnomenfestung Siegelgeister fangen. Alternativ könntet ihr ab Jahren 88 und Gewandtheit 83 die Siegelmotten in der Wildnis jagen. Das ist aktuell auch die beste Methode für Jagen-EP. Wenn ihr also auch Jagen trainieren wollt, solltet ihr zu den Siegelmotten gehen. Aber bedenkt daran, dass die in der Wildnis sind, das heißt, ihr solltet nichts mitnehmen, was ihr nicht verlieren wollt. Mit Schwert 94 könntet ihr in der Elfenstadt Prithinas auch noch die Amlot-Arbeiter für ein paar zusätzliche Siegel beklauen. Gerade die roten und blauen Siegel sind recht schwierig zu bekommen. Wenn man noch sehr niedrigstufig ist, sollte man Siegel am besten wie folgt benutzen. Wenn man niedrigstufig ist, sollte man goldene Siegel nutzen. Wenn man niedrig bis mittelstufig ist, grüne Siegel. Rote Siegel, wenn man mittel- bis hochstufig ist. Und blaue Siegel, wenn man hochstufig ist. Welche Beute ihr herstellen könntet, sage ich euch später. Jetzt schauen wir uns erstmal nützliche Gegenstände an.
Als erstes haben wir das Schamanenkostüm. Es gibt 5 Teile, jedes gibt euch 1% mehr EP und wenn ihr alle 5 Teile habt, erhaltet ihr insgesamt 6% mehr EP. Ihr könnt die einzelnen Teile von Vic, dem Händler, vom Schatzjäger oder als Belohnung vom Spaß für zwischendurch Seelenreise erhalten. Für das Kopfteil gibt es auch noch einen Zusatz und mit dem kann man sich 3x täglich zu Bockrock teleportieren, man kann täglich ein paar kostenlose Seelensplitter bekommen und beim Herstellen von Beuteln besteht die Chance, dass Siegel eingespart werden. Als nächstes haben wir die Beschwörungsedelsteine. Diese kann man als seltene Beute von verschiedenen Monstern oder zum Beispiel vom Schatzjäger erhalten. Alle haben jeweils eine unterschiedlich starke Chance, Siegel bei der Herstellung von Beuteln zu sparen. Wenn ihr auf 99, 120 oder 200 Millionen EP trainieren wollt, solltet ihr diese Edelsteine am besten für die blauen oder roten Siegel aufbewahren. Im Minispiel Rampenlichtladen könnt ihr mit Talern außerdem eine Tasche kaufen, in der ihr diese Steine verstauen könnt. Die Ladungen gleicher Steine können kombiniert werden, indem man sie miteinander benutzt. Man kann auch je 3 Steine derselben Sorte kombinieren und einen besseren Stein herstellen, wodurch man zwar prinzipiell Ladungen verliert, aber eine erhöhte Chance erhält, dass Siegel eingespart werden. Wenn ihr mit einer hohen Stufe in Berserker manche der Monster im Sofa im Berserkerverlies besiegt, habt ihr die Chance, die sogenannten Beschwörungsfokusse zu erhalten. Diese sind auch handelbar und relativ teuer, geben euch aber 20% mehr Beschwörungs-EP bei der Herstellung von Beuteln. Ihr braucht pro Beutel jeweils einen. Wenn ihr diese Dinge also nutzt, wird euch das extrem viel Geld kosten. Als nächstes habe ich 2 allgemeine EP-Boosts für euch. Zum einen könnt ihr Tostol Räucherstäbchen nutzen, wodurch ihr maximal bis zu 2% mehr EP erhalten könnt. Diese sind ebenfalls relativ teuer, wenn ihr also nicht so viel Geld habt, könntet ihr sie weglassen. Und zum anderen könntet ihr die Archäologie-Reliktkraft inspirierte Furcht nutzen, wenn ihr Archäologie 119 seid, um 2% mehr EP in allen Kampffertigkeiten inklusive Beschwörung zu erhalten. Der nächste nützliche Gegenstand ist der Siegelkobold. Ihr braucht dafür Beschwörung und Kerkerkunde 21 und 100.000 Kerkerkunde-Marken. Ihr könnt den Siegelkobold beim Kerkerkunde-Belohnungsladen auf Dämonheit kaufen und für 500 Berserker-Punkte an eurem Werkzeuggürtel befestigen. Der Siegelkobold hebt beim Kampf erhaltene Siegel automatisch auf oder kann sie alternativ für einige wenige Beschwörungs-EP auch zerstören. Als niedrigstufiger Spieler solltet ihr ihn über den Werkzeuggürtel so einstellen, dass er alle Siegel aufhebt. Als hochstufiger Spieler könntet ihr die güldenen und grünen Siegel zerstören lassen. Wenn ihr mehr Siegel erhalten wollt, könntet ihr den Siegel Locktrank nutzen. Wenn ihr ihn selbst herstellen wollt, braucht ihr dafür Pflanzenkunde auf 102. Wenn ihr ihn trinkt, wird die Basismenge der erhaltenen Siegel 6 Minuten lang um 1 erhöht. Solltet ihr bereits Stufe 99 in Beschwörung sein und auf 120 oder 200 Millionen gehen, könntet ihr außerdem den Umhang der Druiden nutzen, mit dem ihr Siegel bei der Herstellung von Beuteln sparen könnt. Als nächstes haben wir die Fähigkeiten Blitzsprung und Klingensprung. Mit Magie auf 30 schaltet ihr die Fähigkeit Blitzsprung frei, mit der ihr euch schneller fortbewegen könnt. Mit Angriff 65 und 63 Millionen Weltseele bei den Splitterwelten könnt ihr auch noch die Fähigkeit Klingensprung freischalten. Damit könnt ihr euch ebenfalls schneller fortbewegen. Für die Fähigkeit Blitzsprung gibt es außerdem noch den Doppelter Blitzsprung Fähigkeitskodex, den man auf der Insel Anachronia selbst herstellen oder in der Markthalle kaufen kann. Dieser gibt euch eine zusätzliche Ladung für die Fähigkeit Blitzsprung. Sowohl für Blitzsprung als auch für Klingensprung kann man den Erfindenvorteil mobil nutzen, der die Ablenkzeit beider Fertigkeiten um 50% reduziert. Wenn ihr euch beim Herstellen der Beutel die Rennenergie schnell ausgeht, solltet ihr vielleicht die Fertigkeit Gewandtheit trainieren, denn je höher eure Stufe, desto langsamer leert sich eure Rennenergie. Alternativ könntet ihr auch mit Archäologie 81 die Reliktkraft für unendliche Rennenergie aktivieren. Jetzt, wo ihr die nützlichen Gegenstände kennt, sollten wir uns noch anschauen, wie Bankvoreinstellungen funktionieren, denn damit wird euer Beschwörungstraining sehr vereinfacht. Öffnet euer Bankinterface. Füllt euer Inventar mit den nötigen Gegenständen und rüstet euer Fertigkeitskostüm aus, wenn ihr es habt, und klickt dann im Bankinterface beim Reiter Voreinstellungen auf das Zahnrad. Wählt jetzt zum Beispiel die erste Voreinstellung aus und klickt dann auf Überschreiben. Jetzt könnt ihr zum Bankinterface gehen und dann auf den entsprechenden Button klicken, wenn ihr die Voreinstellung laden wollt, oder alternativ könnt ihr auch einfach das Tastenkürzel nutzen. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Training. Prinzipiell gilt, dass ihr die weinroten und blauen Siegel bis zu den hohen Stufen aufbewahren solltet, deswegen solltet ihr bis dahin hauptsächlich die goldenen und grünen benutzen. Von Stufe 1 bis Stufe 4 solltet ihr aber erstmal das kurze und schnelle Abenteuer, der sich den Wolf pfeift, abschließen.
Damit werdet ihr genügend EP erhalten, um direkt Stufe 4 zu erreichen. Als Belohnung erhaltet ihr auch ein paar goldene Siegel, die ihr im Anschluss für das weitere Training verwenden könntet. Von Stufe 4 bis 16 solltet ihr Horrorhuhnbeutel herstellen. Pro Beutel braucht ihr einen leeren Beutel, ein goldenes Siegel, 8 Splitter und ein rohes Huhn. Und ihr erhaltet dafür 9,3 EP pro Beutel. Von 16 bis 28 solltet ihr mit goldenen Siegel weitermachen und ungefähr so 375 Granitkrebsbeutel herstellen. Von 28 bis 33 könntet ihr zum ersten Mal auf grüne Siegel umsteigen und Misthaufen Monsterbeutel herstellen. Ihr erhaltet pro Beutel 49,8 EP. Ab Stufe 33 könntet ihr dann auf Biberbeutel gehen und hier braucht ihr wieder grüne Siegel und mit diesen Beuteln könnt ihr in etwa so zwischen 100 und 300.000 EP pro Stunde erhalten. Ab Stufe 40 könntet ihr wieder goldene Siegel nutzen und Bulldog-Ameisenbeutel herstellen. Wenn ihr Stufe 41 erreicht, könntet ihr mit Gelbbrust-Ara-Beuteln weitermachen oder aber ihr bleibt bei den Bulldog-Ameisen, wenn ihr nicht so viele grüne Siegel habt. Wenn ihr jetzt schon sehr viele rote Siegel habt, könntet ihr ab 46 auch Feuerfürst-Beutel herstellen. Ich persönlich würde aber eher bei den grünen oder goldenen Siegeln bleiben und die roten für später aufbewahren. Ab 47 könnt ihr dann noch Elsterbeutel herstellen und ab 52 die Seelenterrorvögelbeutel. Ab Stufe 61 kann man dann langsam auf die weinroten Siegel gehen und Qualmteufelbeutel herstellen. Diese Beutel sind nicht ganz billig, sollten aber definitiv schneller sein als Seelenterrorvögel oder Ibisbeutel. Mit diesen Beuteln könnt ihr locker so über 1 Million EP pro Stunde erhalten. Ab Stufe 66 könnte man theoretisch noch Zirkuskrötenbeutel herstellen, aber güldene Siegel lohnen sich ab dieser Stufe nicht mehr, also könntet ihr hier euren Siegelkobold so einstellen, dass er güldene Siegel zerstört. Auch grüne Siegel lohnen sich langsam nicht mehr, die könntet ihr also auch langsam zerstören lassen. Von 74 bis 79 könntet ihr Granithummerbeutel herstellen und wenn ihr mit Stufe 79 bereits sehr viele Blausiegel habt, könntet ihr dann auch Feuer- oder Moos-Titanenbeutel wechseln oder aber ihr hebt die blauen Siegel bis später auf und macht einfach mit den Granithummern weiter. Für beide Titanenbeutel braucht ihr blaue Siegel, aber für den Feuertitan braucht ihr Feuertalisman und 198 Splitter pro Beutel und für Moos-Titan jeweils einen Erdtalisman und 202 Splitter. Ab Stufe 83 könntet ihr auf Seelendaggernuts umsteigen und ab Stufe 85 auf Sumpf-Titanbeuteln wechseln und ab Stufe 86 könntet ihr nochmal auf blaue Siegel wechseln und die Renit-Minotaurus-Beutel herstellen oder aber ihr bleibt einfach noch ein bisschen bei den Sumpf-Titanen. Mit Stufe 89 schaltet ihr die schnellste Trainingsmethode frei, die gleichzeitig aber auch ziemlich teuer ist, nämlich Geysir-Titanen. Geysir-Titanen sind noch teurer als Renit-Minotauren. Wenn Geld also kein Problem ist, könntet ihr auf Geysir-Titan umsteigen. Pro Beutel braucht ihr blaue Siegel, Wassertalismane und 222 Splitter. Diese Beutel solltet ihr aufgrund der hohen Kosten am besten nur während der Doppel-EP-Events herstellen. Geysir-Titanen sind auch so ziemlich die schnellste Möglichkeit, auf Stufe 120 oder die 200 Millionen EP zu trainieren. Wenn ihr blaue Siegel nutzen wollt, Geysir-Titanen aber zu teuer sind, könntet ihr auch weiterhin Runit-Minotauren-Beutel herstellen. Mit Geysir-Titan kann man aber tatsächlich mehr als 5 Millionen EP pro Stunde erhalten. Wenn ihr keine blauen Siegel mehr habt oder sie für ein Doppel-EP-Event aufheben wollt, könnt ihr ab 96 auch noch Packochsenbeutel herstellen. Und wenn ihr das bis 99 macht, werdet ihr weniger als 7500 Beutel herstellen müssen. Die Grundochsenhäute, die ihr für die Herstellung braucht, könntet ihr in der Markthalle oder auf Neeslich einmal am Tag nach dem Abenteuer die Fremenischen Inseln kaufen. Wenn ihr auf 120 oder 200 Millionen trainieren wollt, könntet ihr also zwischen Packochsen und Geysir-Titan bzw. Runit-Minotauren wechseln und entscheiden. Mit Packochsenbeuteln kann man über 4 Millionen EP pro Stunde machen. Für all die Methoden kann man auch noch deutlich mehr Geld ausgeben und zum Beispiel in Teyvali die Beschwörungszutaten in Zertifikatform an den Laden verkaufen und sie dann wieder in Normalform kaufen und die Beutel herstellen. Man kann hier pro Stunde bis zu 16.000 Siegel verbrauchen. Allerdings ist es nochmal mehr teurer, also solltet ihr das nur tun, wenn ihr viel zu viel Geld habt. Wenn ihr einmal pro Woche kostenlos trainieren wollt, könntet ihr auf eurer Clanburg Beschwörung trainieren. Allerdings muss die Clanburg eures Clans entsprechend aufgewertet sein und instand gehalten werden. In der Videobeschreibung gibt es einen Link mit weiteren Informationen. Jetzt, wo ihr die Haupttrainingsmethoden kennt, können wir uns noch andere Aspekte von Beschwörungen anschauen und einer davon ist die uralte Beschwörung. Um die Beutel für die uralten Vertrauten herzustellen,
braucht ihr Archäologie 68 und das Archäologie-Mysterium Danke Dagon. Die uralten Vertrauten lohnen sich nicht fürs Training, aber die Herrstunde-Beutel kann sehr gewinnbringend sein. Zuerst müsst ihr mit Beschwörungs- und Archäologiematerialien bindende Verträge an einem Obelisken herstellen oder die Verträge durch Tetra-Kompasse bekommen und dann zum entsprechenden Monster gehen und es killen. Also müsst ihr zum Beispiel einen Reißerdämon killen, wenn ihr einen Reißerdämon-Beutel haben wollt. Selbst wenn man die Materialien für die bindenden Verträge kauft, kann man noch Profit machen. In der Videobeschreibung habe ich einen Link zur englischen Wiki mit weiteren Informationen. Für Beschwörungen gibt es auch noch einen Spaß für zwischendurch, nämlich die Seelenreise. Diesen Spaß für zwischendurch könnt ihr einmal pro Woche machen. Und bei dieser Aktivität verwandelt ihr euch in einen Vertrauten und müsst dann Splitter sammeln und währenddessen bestimmten Vertrauten ausweichen. Je mehr Splitter ihr einsammelt, desto besser. Als Belohnung könnt ihr entweder Beschwörungsmaterialien erhalten oder bis zu 40 Minuten lang dreifache Siegel bekommen. Diese Aktivität lohnt sich also, wenn ihr danach zu Monstern geht, die viele weinrote oder blaue Siegel fallen lassen. Wenn ihr jetzt Beschwörung trainiert habt, fragt ihr euch vielleicht, was ihr mit den Beuteln machen sollt. Ihr könnt Beutel für einige wenige Zusatz-EP in Schriftrollen umwandeln oder bei den Beschwörungsläden, zum Beispiel bei Bokrok oder bei Lord Amlot, gegen Splitter eintauschen. Manchmal kann es sein, dass ein Beutel so viele Splitter beim Umtausch gibt, dass die Splitter beim Verkauf im Laden mehr Geld einbringen, als wenn man die Beutel in der Markthalle verkaufen würde. Überprüft daher am besten vorher die Preise und schaut dann, ob es sich lohnt, die Beutel einfach gegen Splitter einzutauschen. Und bedenkt auch, dass Lord Amlot euch mehr Splitter gibt als alle anderen Charaktere im Spiel. Einige der vertrauten Beutel sind aber auch ganz nützlich, weil manche vertraute Effekte haben. Es gibt zum Beispiel Vertraute für Sammlerfertigkeiten, die eure Chance erhöhen, eine Aktion durchzuführen. Wenn ihr beispielsweise den Eisbär-Vertrauten bei der Schmetterlingsjagd nutzt, habt ihr eine erhöhte Chance, etwas zu fangen. Wenn ihr den Granithummer bei Fischen benutzt, habt ihr eine erhöhte Chance auf einen Fang. Wenn ihr andere Fertigkeiten trainiert und wissen wollt, ob es nützliche Vertraute gibt, schaut einfach meine Videos für die anderen Fertigkeiten oder werft einen Blick in die englische Wiki. Darüber hinaus gibt es Vertraute, die euch beim Kampf heilen können, wie zum Beispiel der Einhornhengst. Man kann aber auch andere Vertraute nutzen, die zusätzlichen Schaden austeilen, wie zum Beispiel den Stahltitan oder den Reißerdämon. Alternativ kann man in bestimmten Kampfszenarien auch Lasttiere wie die Kampfschildkröte oder den Packochsen nutzen. Informiert euch also am besten immer vorher, welche Vertraute ihr für eine bestimmte Aktivität gebrauchen könntet und nutzt sie dann. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, dass man mit Beschwörung tatsächlich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Eine der bekanntesten Methoden ist die, bei der man Stahl-Titan-Beutel in Pryftinas in Stahl der Legenden Zauberrollen umwandelt. Dafür braucht man jedoch Beschwörung 99 und am besten auch einen gestimmten Kristall-Teleport-Samen. Man sollte das nur dann machen, wenn die Stimme der Seherin im Amlot-Stadtteil aktiv ist, weil man dann mehr Zauberrollen bekommt. Neben dieser Methode kann man natürlich auch nach dem Mysterium Danke Dagon die Reißerdämonenbeutel herstellen und damit kann man locker so 7 Millionen Goldmünzen pro Stunde verdienen. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr auch generell noch weitere Links zur englischen Wiki findet. Ja, das war's auch schon wieder von meinem Video. Lasst mich doch einfach wissen, was ihr davon haltet und ob es euch geholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.